Und die großen Ameisenbären werden ja schon sehr, sehr lange in Krefeld gehalten, seit den 60er Jahren. Und leider hatten wir also nie Erfolg mit Nachzucht. Und jetzt im November, das erste Mal, waren wir ganz glücklich, als ein Hündchen geboren wurde. Und es sah zuerst auch alles wunderbar aus. Die Mutter hat sich gut gekümmert. Das Jungtier konnte sich gut festhalten. Die reiten ja in den ersten Monaten quasi auf den Rücken der Mutter, halten sich da fest. Die Mutter trägt sie mit. Ja, und dann nach 14 Tagen lag das Jungtier auf einmal eines Morgens eben neben der Mutter und ja, war völlig ausgekühlt und entkräftet und wir wussten erstmal nicht, was passiert ist. Haben dann unseren Tierarzt geholt, der sagte, ja, schon ausgekühlt, ausgetrocknet, Mutter hat eventuell nicht genug Milch. Und dann haben wir die Kleine also in einem Blutkasten gelegt, den wir vom Klinikum mal geerbt haben. Und da konnte sie sich wieder dran aufwärmen, also bei 37 Grad, wo nicht Feuchtigkeit. Und ja, dann ging es ihr eigentlich besser. Und wir haben gedacht, Mensch, jetzt hat sich die Mutter so gut gekümmert und Handaufzuchten möchte man ja heutzutage so eigentlich nicht mehr so gerne haben. Dann haben wir sie zurückgesetzt und es ging wieder anderthalb Tage gut, bis sie wieder neben der Mutter lag. Und ja, inzwischen haben wir uns dann auch in Dortmund informiert, im Zug von Dortmund, die ja schon auch ganz lange Erfahrung haben mit Ameisenbären, auch mit Handaufzuchten. Und die sagten dann zu uns, Mensch, sieht doch mal das kleine Bärchen, wie viel Gewicht der eigentlich hat. Ja, dann stellte sich raus, dass das Gewicht also 1000 Gramm war, was viel zu niedrig ist für ein Ameisenbärchen. Also gerade für ein 14-Tägen, im Alter von 14 Tagen. Und die haben also normalerweise ein Geburtsgewicht so von 1200, 1500 Gramm. Und da sind also ein Kilo einfach viel zu viel. Ja, insofern haben wir uns dann entschlossen, eben mit einer Handaufzucht zu versuchen. Haben uns Katzenaufzuchtmilch besorgt, wird dann mit Fencheltee angemischt. Man weiß, dass Ameisenbären ein bisschen empfindliches Magen-Darm-System haben. Und wer Kinder hat, weiß, Fencheltee ist gut, ne, um Bauchschmerzen und so weiter zu vermeiden. Da haben wir das mit angemischt und das ja, ging dann mehr oder weniger gut. Also zuerst hat das kleine Ameisenbärchen also nicht so richtig kapiert, was wir mit dieser Spritze wollen, diesem Fläschchen wollen, dass wir jetzt daraus trinken sollen. Es war also sehr, sehr aufwendig, wir haben also neunmal am Tag immer die Flasche zu geben und ja, war dann schon mal gut, wenn sie mal 5 Milliliter getrunken hat. Es ging also sehr, sehr langsam aufwärts und dann so nach 2 Wochen ungefähr hatten wir so gesagt, ah, jetzt wisst ihr, was eine Flasche bedeutet und dass man da was trinken kann und dass das auch nett ist. Ja, und seitdem geht es eigentlich sehr gut und mittlerweile ist sie also auf sie über ein Kilo zugenommen. Und trinkt also in einem Zug meistens so 30 Milliliter. Ja, Sie werden gleich sehen, also am Anfang ist es immer so ein bisschen spannend, bis sie so kapiert hat, dass sie die Flasche jetzt bekommt, da kämpft sie immer so ein bisschen. Und wenn das dann, wenn sie dann gemerkt hat, ah, da gibt es wieder was zu essen, dann entspannt sie sich, liegt dann da und die Zunge kommt raus, wir haben so eine ganz lange Zunge, die Ameisenbären und dann liegt sie an laut, die Flasche eigentlich in einem Zug weg. Wir hoffen, dass es jetzt auch so funktioniert, weil für so viel Publikum hat es natürlich auch nie getrunken. Ja, ich denke mal.